Immer wieder erzählen Menschen von Erlebnissen, die sie nachhaltig geprägt haben. Von Augenblicken, die sie nie vergessen konnten. Vor allem die positiven ersten Erlebnisse und Begegnungen behalten wir in Erinnerung. Den ersten Urlaub an einem schönen Ort, das erste Mal, als wir etwas Bestimmtes gegessen haben, das erste Auto oder den ersten Schulranzen. Schöne, wohltuende Erlebnisse wollen wir natürlich gern für immer in unserem Herzen behalten und uns nachhaltig daran erfreuen. Es gibt aber auch unangenehme oder gar schmerzhafte Begegnungen und Erlebnisse, die wir am liebsten vergessen oder ungeschehen machen würden. Hierbei erbringt unsere Psyche manchmal erstaunliche Leistungen. Der berühmte österreichische Psychoanalytiker Sigmund Freud war einer der ersten, der feststellte, dass die menschliche Psyche versucht, unerfreuliche Erfahrungen zu beseitigen. Sie vergräbt sie im Unterbewusstsein. Dadurch erklärt Freud auch manche sogenannten Fehlleistungen des Gehirns. In den meisten Fällen funktioniert das. Negative Erlebnisse gehen oft irgendwie verloren. Wenn sie jedoch zu stark sind, uns im Alltag in einem erheblichen Maße beeinträchtigen und uns lähmen, dann sprechen wir von einem Trauma. Der kanadische Psychologe Alain Brunet ließ in einem Versuch traumatisierte Soldaten schlimme Kriegserfahrungen unter dem Einfluss eines blutdrucksenkenden Medikaments, eines sogenannten Beta-Blockers, erzählen. Er stellte fest, dass seine Patienten ihre Erlebnisse dank der Wirkung des Mittels als nicht mehr so belastend wahrnahmen. Die Ärzte sprechen in diesem Zusammenhang von einer Rekonsolidierung von Erlebnissen, Erfahrungen und Erinnerungen. Gab es Begegnungen in deinem Leben, die dich nachhaltig geprägt haben? Die dein Leben verändert haben? Welche Arten von Begegnungen hattest du in deinem Leben? Welche Arten von Begegnungen und Erfahrungen lässt du in deinem Alltag zu? Sind es wohltuende oder doch schädliche Begegnungen? Es ist wichtig, welche Erlebnisse wir haben und welche Erfahrungen wir im Leben machen. Soweit es möglich ist, sollten wir versuchen, unangenehme Erfahrungen und Begegnungen zu vermeiden. Stattdessen sollten wir nach jenen Erlebnissen und Begegnungen suchen, die uns gut tun, unser Leben bereichern und uns weiterbringen, indem sie uns zu persönlichem Wachstum verhelfen. Also zu einer inneren Stärke, die uns das Leben besser und leichter meistern lässt. Vielen Dank, dass du bei Behave dabei warst. Hier geht es zu weiteren Episoden und hier kannst du unseren Channel abonnieren.